Man hat mir gesagt, ich soll mich an Sie wenden. Sie seien in diesem Lokal hier so etwas wie der Oberbonze. Ich bin der Geschäftsführer. Wie nennt man Menschen, die sich in alles hineinmischen? Politiker, aber das bin ich auch nicht. Ich bin hier Geschäftsführer. Dafür kriegen Sie ein echt österreichisches Steak, weil Ochsen haben wir genug in Österreich. So ein Bauernschmaus vom Bauernhaus? Ja, schaut der nicht ganz prächtig aus. Das reimt sich, was? Warum sollen die Kriminalbeamten mich holen? Was weiß denn ich? Das Strafgesetzbuch ist ja so dick. Excuse me, sir. I'm sorry to hear that you are... Sagen Sie mal, was ist das hier für eine Scheißbedienung? Ich werde was sagen, mein Herr. Man kriegt jetzt so schwer gutes Personal. Da kriegt man eher gute Gäste wie ein gutes Personal. Da tausche ich eher einen Gast aus wie jemand vom Personal. Ich wünsche noch einen guten Appetit. Der hat einen Schmäh. Das ist unglaublich. Übrigens, der Engel warf der Titania mein Chef. Kind. Sag's, wie war er denn so als Marina? Genauso wie heute. Eklig, pedantisch und rechthaberisch. Was ist denn? Was hast du denn? Was hast du denn da reingehen? Was man heute in der Gulasch reingibt? Ein bisschen Paprika. Bissl, das ist auch scharf wie der Teufel. Okay, tu dir nichts an wegen einer Prise Paprika. Der Herr Engel ist ein sehr netter Mensch. Lass dich durch sein Äußeres nicht täuschen. Kann ich nur das nie vergessen, was Sie für mich getan haben, Engel. Sie sind ein Engel. Schon seit meiner Geburt.